Mittwoch der 11. und ich komme einfach nicht dazu mit meinem Auto. Ja, da hinten fahren die Jungs. Und zwar die Jungs, wo das Dach machen. Da geht es nämlich gerade ganz richtig heftig weiter. Die haben heute früh angefangen, Ethernet entsorgt schon. Und morgen machen sie weiter, aber leider bin ich ja auf Arbeit. Aber wir gucken uns das jetzt alles an, was sie bis jetzt heute gemacht haben. Ja. Und ich werde aufsteigen und noch mit dem Holz vom Tod heute arbeiten. Alles versprühen. Boah, Bock habe ich eigentlich gar keinen, wie immer. Aber hilft ja nichts. Es muss weitergehen. Ja, und für die Grillkota selber, beziehungsweise vor die Grillkota, sind meine Pakete schon gekommen. Aber das werde ich diese Woche garantiert nicht mehr schaffen. Und ich sage jetzt auch nicht, was ich bestellt habe, was gekommen ist. Das werdet ihr dann sehen. Da hoffe ich, dass es dann nächste Woche weitergeht. Aber um die Grillkota ringsherum geht es noch weiter diese Woche. Da wird nämlich noch schön verputzt. Genau, und jetzt trinke ich meinen Kaffee und dann schaue ich daher, dass ich aufs nicht vorhandene Dach komme. Tja, hier liegt der alte Dachrinnenschrott. Meine Fresse, Gott sei Dank ist der Mist weg. Gut, schau mal auf. Also, sprich, alles runter, schon mal eingelattet. Tja, und hier drüben, der Baum, was hier jetzt noch so rüber wächst, der ist jetzt fällig. Ja, damit fange ich an. Und danach werde ich mir den Holz vom Tod schnappen, dann aufsteigen und die ganzen Balken sauber einsprühen. Ob diese Holz vom Tod Geschichte etwas bringt? Ich hoffe es zumindest. Naja. Leute, ich gehe jetzt hoch und mache das alles. So Leute, weiter oben bis zum Querbalken habe ich mal richtig einbalsamiert, oben und seitlich. Ach, gehen wir mal rauf. Jo, so sieht die Grillkota von oben aus. Unser Hof. Da drüben wird mit dem alten Korngebläse die Pellets eingeblasen. Ja, also bis zum Querbalken habe ich jetzt die Balken richtig gut einbalsamiert. Und ja, ab den Querbalken nur die Oberseite. Ja, mir reicht die Zeit heute nicht mehr aus. Egal, muss man es irgendwann einmal von unten machen. So sieht es jetzt aus. Ihr wolltet es ja auch sehen, wenn es da weitergeht. Indirekt ja, wie gesagt, hängt es ja mit der Grillkota zusammen. In dem Grillkota-Wahnsinn wurde eben beschlossen, das Dach gleich mitzumachen. Oh, ihr wisst es ja. Es ist bloß schade, dass die Jugend nicht gekommen ist. Das sind ja wieder die Kumpels wichtiger als der Erhalt von der Bausubstanz, was sie selber mal bekommen sollen. Aber egal, so ist es halt. In diesem Sinne, es wird definitiv noch die Woche noch mehr Grillkota-Videos geben, Bauvideos und Video für 100 kommt auch noch die Woche, wenn ich schaffe zum Umrödeln, zum Bearbeiten. Ansonsten kommt es dann Anfang nächster Woche. Ich kann es euch sagen, für Video 400 ist einiges angesagt. Es wird wahrscheinlich mindestens ein Zweiteiler werden. Okay, das war's dann für heute. Ich sag hasta la vista und tschüss. Ach so, ja, und hier die Dachrinne. Einmal entlang gefahren. Yippie! Ja, und das Elend steht auf der Bühne und wartet, bis es weitergeht. Hinten liegen die Einzelteile. Hilft alles nichts. Mann.